Hallo und herzlich willkommen hier zu Anno 1404 Venice. Ja, liebe Freunde, es geht wieder weiter hier. Inselhopping, das ist unser Motto. Ah, Freunde, ja, endlich geht's weiter. In der letzten Folge haben wir angefangen, hier Sachen hinzuschippern, weil wir ja hier unsere große Rosen Anbaufläche generieren wollen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren ja mehr hier. Und ich bedanke mich auch nochmal beim lieben Jakob, der hat mir einen Link gepostet, wo halt das hier alles sehr, sehr fachmännisch gestaltet wird, wie man das also perfekt macht mit den Feldern. Aber gut, dafür habe ich jetzt keine Zeit, das so auszulegen. Das kann man vielleicht im Endgame mal machen, wenn wirklich nichts anderes mehr zu tun ist. Aber jetzt gerade sehe ich das nicht. Aber trotzdem vielen Dank für den Link. Ist gut zu wissen, dass es sowas gibt. Ja, Rosen. Habe ich jetzt hier schon die Mosaike? Nee, ne? Die haben wir noch nicht hier. Wo ist mein Hauptschiff? Hier, da, die kommen gerade. Alles klar. Bin ich doch richtig hier mit meinem Wissen? Ach, hier überall meine wunderbaren Schiffsrouten. Ja, Leute, das ist doch toll. So ist es recht. Wie geht's weiter mit unserer Speicherstadt? Es läuft. Ist nicht mehr viel Werkzeug da, leider. Das müssen wir nachher nochmal rüber schaffen. Gut voran. Alles aber das kriegen wir schon hin. Hä? Das sind zwei Schiffe übereinander da. Belastet. Ich nehme sie euch gerne. So. Erstmal lädst du hier aus, mein Lieber. Mosaike, Mosaike. Und zwar bauen wir jetzt erstmal die große Noria. Damit hier alles mal schön grün wird. So, sehr gut. Das heißt, hier wächst jetzt bald Gras über die Sache. Da fängt es schon an. Das ist außerordentlich schön. So, dann können wir jetzt noch ein paar... Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. ...hiervon bauen. Ein paar Rosentypen können wir bauen. Da ist ein bisschen was im Weg. Kann man das abreißen? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Leider nein, leider gar nicht. Naja. Aber die große Noria scheint zu funktionieren. Das ist gut. Jetzt muss wir lassen die erstmal fertig werden. Weil ich weiß jetzt nicht genau, wie ich hier klarkomme. Dass hier alles auch noch grün wird. Ich glaube aber schon, ne? Wird alles grün. Bis auf das da oben, weil uns das noch nicht gehört. Das kann man ja ändern. Indem wir das so machen. Wird das mal weiter grün jetzt? Dauert ein bisschen. Offenbar dauert das. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Aber egal, wir bauen jetzt die Rosendinger. Was soll's. So, ja, das heißt, wir können hier ran. Das wird ja alles grün. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen wieder, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber wir bauen auf jeden Fall mal. So, mehr kann ich jetzt gerade eh nicht bauen. Vier Stück haben wir. Rosenfelder. Wie viele braucht es? Sechs. Ach, nee. Sechs? Das ist aber eine krasse Geschichte, meine lieben Freunde. So, das sind sechs. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Das sind sechs. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Na, aber immer doch, mein Freund. Ich glaube, hier ist jetzt so eine ganz kleine Ritze nicht bedeckt. Oder? Ja, wobei. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie sie arbeiten. Machen wir jetzt hier erstmal Wege dran. Das hier können wir einmal upgraden. Und hier brauche ich auch noch eins. Fällt mir gerade mal auf. Wie schön, dass ich mich so auf dich verlassen kann. So,
So, und die ersten Rosen wachsen, liebe Freunde. Ihr seht das hier. Betriebe stellt keine Waren mehr. Ihr seht das hier. Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. Ihr seid voll. Seit wann mache ich hier auch noch Werkzeuge? Habe ich das neu gemacht? Wann habe ich das denn gemacht? Nicht sicher. Egal. Du kannst hier das noch abladen und dann gehst du erstmal wieder hoch und holst mal Werkzeug von hier. Und dann gucken wir weiter. So, die Rosen, die könnten jetzt in der Perlenlinie mitgeführt werden. Die ist das Details richtig? Bleiben besser unter. Perlenlinie. Und zwar in, wie heißt es hier? Tremünden. Holst du auch noch Rosen dazu. Zack. Und lädst sie natürlich in Ranghofen aus. So. Das heißt, Rosen werden produziert. Das ist gut. Wie sieht's mit unseren Lederwämsern aus? Wir haben in der letzten Folge ein gutes Geschäft. Hier ist mir willkommen. Lederwämser-Industrie wollten wir hier bauen. Dafür brauchten wir hier noch Steine. Genau. Das ist falsch. Das ist eine Pelzjagdhütte. Wo sind sie? Hier, die Schweinezucht. Eine Krankheit breitet sich auf ihrer Insel aus. Das ist nie gut. Aber wir werden sehen. Hier kommen jetzt erstmal, wie viele Felder braucht der? 4 Schweinefelder hin. So, und hier auch. Ein gutes Geschäft. Der Sandsturm ist Gottlob vorüber. Oh, Gottlob ist der Sandsturm vorüber, liebe Freunde. So, das ist alles verbunden. Also, ich weiß jetzt nicht, ob 2 ausreichen, das müssen wir sehen. Ich habe jetzt mal 2 gebaut. Und dann kriegt er jetzt auch bald Schweinehäute. Besser Schweinehäute als morgen. Ich bin so witzig. Jetzt muss ich aber sehen, dass ich die Schweine da auch noch runterbekomme. Was ist das hier eigentlich? Grabungsstätte. Was kann man da machen? Dieses Gebäude benötigt eine Verbindung. Da kann man doch bestimmt irgendwelche Sachen kaufen oder so. Warte mal. Ernsthaft? Da ist er hier im Weg. Der Steineklopper ist im Weg. Den können wir bestimmt noch anderswo hinbauen. Oder? Das gefällt mir. Leute. Das gibt's ja nicht. Leute. Wir machen das hier neu. Was habe ich jetzt gemacht? Boah. Wo war ich denn jetzt überhaupt? Hier. Ein fairer Handel. Gedrückt. Q sollte man nicht drücken zum Drehen. So, warte mal. Und jetzt? Was ist das denn? Mit Sicherheit. Steinmann. Steinmann. So. Alles mal bisschen überarbeiten, dann passt das auch. Endlich. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Was? Was kann ich jetzt hier machen? Was ist das denn? Wählen Sie, wie viele Waren Sie von Remboldt für die Ausgrabung bereitstellen. Eine Produktion kommt viel zum Erliegen. 20 Holz, 20 Werkzeuge, alles klar. Selbstverständlich. Ich werde sofort mit der Grabung beginnen. Alles klar, er macht uns eine Grabung. Geil. Vulkan? Ein Vulkan ist nicht unsere Insel. Alter Schwede. Hab ich auch noch nicht gesehen, oder? Die gehört, Guy. Oder Gas. Aber ich weiß nie, wie der heißt. Der heißt Guy, oder? Guy. Guy for Gas. So, ja. Hat mir nicht noch irgendwo... Ihr seid zu klug, um diesen Auftrag abzulehnen. Signor Garibaldi, folgender 50 Kerzenständer. Wie sieht's denn in meinem Lager aus? Das ist easy. Das ist ja easy, das können wir machen. Na komm. Holen wir hier mal welche ab und bringen die dem Gary. Nur noch ein Auftrag hier. Wo war denn jetzt eigentlich? Es war doch noch irgendwo die Pest. Hier. Oh nee, ist das wieder genau da, wo kein Arzt hinkommt? Ist auch immer dasselbe, ne? Es ist immer dasselbe. Egal.
Ist nicht schlimm. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ich helfe euch gerne aus. Rosen laufen oder was? Hier könnte man... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Noch keine Rosenblätter abgeholt. Ein Vulkanausbruch verwüstet eine Insel. Warum hast du noch keine Rosenblätter? Produzieren die nichts oder was? Die werden noch nicht abgeholt. Aber der hier hat nur ein Rosenblatt. 74%, 57%. What? Warum? Die arbeiten auf 100. Warte mal, dann muss hier noch eine kleine Noria hin. Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt zur Verfügung stellen kann. Hat sonst, glaube ich, wenig Sinn. Das sieht besser aus. Aber irgendwie... bekomme ich hier keine Rosen angezeigt. What's wrong hier? Da kommen doch welche rein. Da sind welche drin. Okay. Nicht sicher, was mit denen passiert. Wir gucken mal gerade, was habe ich denn hier noch im Lager? Nichts. Keine Rosen. Aber 90 Perlen. Also Perlen häufen sich hier, aber drastisch. Das heißt, ich kann gerne auch nochmal so ein Perlenknüpferei bauen hier. Why not? Wir sind nur noch 20 im Plus. Aber gut, sobald sich hier mal die Steuern erhöhen, wenn die ihr blödes Parfum kriegen, dann wird es ja besser. Aber ich kann auch gerne noch die Siedlung ausbauen. Denn wie sieht es denn überhaupt aus mit Nahrung und allem? Ja, perfekt. Teppiche muss man dann nochmal gucken. Aber dafür haben wir alles da. Das ist kein Problem. Ja komm, dann bauen wir noch weiter unsere Siedlung hier aus, um mehr Geld zu verdienen. Freunde. Geld verdienen ist wichtig in der Spiel. Wir müssen Geld verdienen. Ohne Geld nix. Bauen wir das mal so. So. Das ist doch schon mal gut. Was ist denn das eigentlich? Eine Festung. Okay. Na gut. Die Frage. Hier auch noch weiter bauen. Da brauche ich aber jetzt. Da ist es. Also hatte ich doch recht. Warte mal, da. Ihr habt doch weit Besseres verdient als diese Insel. Hier kann ich, warte mal, das machen wir so. Hier kann ich so eins hinbauen. Und dann machen wir hier Produktionsgebäude. In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Wird doch schon gemacht. Nervt mich doch nicht. So, dann lassen wir das erstmal so. Was war jetzt hier? Was ist denn da? Bevölkerung Rankhoven. Ja, haben wir. Vulkan. Bla bla blub. So, die Kerzenständer, wo sind sie? Hier. Kerzenhalter, 50 Tonnen. Wohin, Gary? Da oben hin? Ach, ihr braucht Kerzen, um weiterzufahren. Na gut. Gott behüte, es lag mir fern, euch zu überfordern.
Wie sieht's hier aus mit meiner Ausgrabung? Versteh doch, das geht jetzt einfach nicht. Was hat denn die gebracht? Hat die irgendwas gebracht? Habe ich irgendwas bekommen? Zwei Mitspieler lösen ihr Handelsabkommen. Vollmacht des Tums. Ja, was habe ich denn? Habe ich irgendwas bekommen? Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Ein Mitspieler hat einem Kontrahenten einen Ratssitz abgegeben. Yeah. Ich weiß nicht, was diese Ausgrabung gebracht hat. Vielleicht Ruhm? Keine Ahnung, Leute. Wisst ihr, was eine Ausgrabung bringt? Ich hoffe es. Sagt mir Bescheid. So, wo ist mein Hauptschiff? Wo ist die Neptun? Die ist hier. So, die bringt jetzt erstmal gerade Werkzeug hier weg. So. Und zwar hier hin. Und dann bringst du Mosaike nochmal. Wobei, wir können auch einfach mal hier so ein Handelsschiff nehmen. Da muss das nicht immer die Neptun machen. Ich leg das mal auf die 2. So. Und dann holen wir hier nochmal Mosaike ab. Mosaika. So, ziehen die auch mal ein hier. Fräuleins. Ja, jetzt müssen wir gucken. Es könnte jetzt sein, dass es mit Datteln und so nicht mehr ganz ausreicht. Aber das werden wir natürlich dann eruieren. Alter, der hat hier aber noch massig geladen. Easy peasy. Ihr habt wirklich getan, ja, warum klar wird die Alter, Fleisch? Ernsthaft? Was soll ich mit Fleisch? Ist das nicht ein Landungssteg? Wieso kann ich da nicht abladen? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ich kann ja am Landungssteg nicht abladen. Was ist da schon wieder los? Ich dachte, das ginge. So. Und dann gehen wir nochmal hier welches holen. Werkzeug. So, und hier geht es eigentlich auch weiter. Alle sind mit Eifer bei der Arbeit. Schon reichen. Dann ist auch die zweite Stufe unserer wunderschönen Speicherstadt vollendet. So, hier wollte ich nochmal gerade gucken. Wein und Pelzmäntel gehen gerade irgendwie runter. Lederwämse haben wir gefixt, hoffe ich. Wieso geht das jetzt auf einmal runter? Ich meine, es kann ja nicht sein. Nicht viel mehr ein wurde. Ich habe da nichts gemacht. Ein Mitspieler ist in einer Stadt zu mehr Einfluss gelangt. Ja, das ist mir ja egal. Ich überlege hier noch einen Bäcker hinzubauen. Warte mal. Hab ich... Mehl hab ich. Reizen habe ich genug. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wo ist denn hier noch Platz? Hier oben. Wollen wir noch so eine Bäckerkette? Gucken, ob das was bringt. So, du bist auch da. Wieso können die am Landungssteg nicht? Das ist gut. So, hier holen wir uns jetzt mal ein paar Mosaike. Ja, so viele brauchen wir noch nicht. 60 reichen wahrscheinlich. Eine Produktion kommt. Wir brauchen aber auch Werkzeug. Bringen wir noch mal Werkzeug nach unten. Die haben ja oben erstmal genug. Ein paar Inseln hier brauchen wir bestimmt auch noch mal Werkzeug. Schlachterei produziert nichts mehr, weil es alles voll. Hier ist aber die Glasschmelze, liebe Freunde. Naja. Die habe ich nämlich jetzt auch. Ach, massig Fleisch. Das verkaufen wir jetzt einfach mal. So, sind hier die Leute eingezogen. Ja, ziehen langsam ein. Machen wir das grün. Machen wir das grün, damit ihr auch mal... Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Alter, das sind immer noch keine Rosendinger, ne? Was ist denn da los? Wo sind die denn? Kommen die jetzt? Jetzt kannst du erzählen. Da kommen die jetzt. Hassan Ben Said hat dir. Aber das ist viel zu wenig. Damit werde ich noch nicht anfangen. Das ist viel zu wenig.
Da muss mehr kommen. Da muss deutlich mehr kommen. Und hier könnte ich eigentlich noch einen Teppichknüpfer bauen. Wo ist der? Dort. Wollen wir da mal hin? Der braucht doch Indigo und ja, Indigo und Stoff. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wie sieht's aus mit meinen Lederwämsern auf der Insel hier? Hat der ist hier? Ah ja, 100%. Okay. Das ist gut. Aber die müssen auch wegtransportiert werden. Moment mal. Wer fährt auf diese Insel? Da. Die Weinroute. So holst du zweimal Holz. Für die Fässer, ne? Jetzt haben wir ein Problem. Machen wir das mal so. Jetzt wird doch alles ausgeladen, was der hat. Das heißt, der muss weg. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So müsste es eigentlich hinhauen. Mal gucken. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Na, der hat schon Lela Bemser. Also viel Holz kann er doch eh nicht da abladen. Kann mir auch keiner erzählen. Gucken wir mal. Ist alles voller Holz da auf der Insel, sehe ich doch schon. Easy peasy. So, jetzt haben die noch mehr Lederwämser kriegen die jetzt. Gucken, ob das dann reicht. Wir müssen den Wein im Auge behalten, liebe Freunde. Wir müssen den Wein im Auge behalten. Vielleicht soll ich noch weitere Weinanbauflächen generieren. Der Sultan macht euch diese Baupläne zum Geschenk. Hier können nur noch zwei hin. Guck mal. Wein. Lukrativ. In jeglicher Hinsicht. Salam alaikum. Braucht er 5? Gut. Lecker, lecker Wein, liebe Freunde. Yam, 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 yam. So ist doch perfekt. Nochmal 2 Wein mehr. Müssen wir dann nachher gucken, ob wir hier noch eine weitere Weinapfelanlage bauen. Jetzt ist die Folge erstmal zu Ende, liebe Freunde. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Hier bei Anno 1404. Tschüss.